Leute, willkommen zur vierten Folge des Let's Plays, die Römer. Ja, eigentlich ist es ja die zweite Folge, das letzte Test drangehangen. Ja, wir haben Florencia gerettet vor der Feuerverbrennungsnot und wir haben Pompeji vor der Ausrottung wegen Nahrungsnot gerettet. Jetzt geht's weiter nach Syrakuse, denn Schella krank. Die einst blühende Stadt Syrakuse wurde von der Pest heimgesucht. Viele Gebäude sind verlassen, während die Krankheit die verbleibenden Menschen dahinrafft. Helfen Sie den Bewohnern und finden Sie einen Weg, den schwarzen Tod zu besiegen. Bauen Sie einen Kräuterladen, heilen Sie alle Bürger von den Toten. Okay. Ziemlich fette Straßen haben die. Die auch gerne haben. Okay. Das ist ein Bierwerk. Eigentlich eine schnicklige Stadt, oder? Ist das hier hinten? Hier ist. Lol. Okay, ich glaube, ich könnte das gut nehmen, nicht ein Barbaren oder so. Was ist hier? Ach, hier ist eine Lehmgrube, okay. Und wenn sonst nichts, nichts. Hier ist ein. Okay, drei Anleger. Und Stein. Okay, gut. Naja, Kotterladen. Mal gucken wir mal, dass alle damit abgedeckt sind. So müsste es sein. Aber die Bäume müssen weg. Zeig mal auch schnell. Oh, das ist Gold. Nice. Da können wir eine Goldschmiede hinmachen. Ach, Goldmine, meine ich. Wie nice. Können wir richtig viel Kohle machen. Ein Stoff gegen Wixport. Okay, die Handelsrouten sind hier richtig scheiße. Kräuterladen fertig. Wie viele sind denn? Hier steht nicht, ob die krank sind oder nicht. Ah! Dreck und Hunger haben das Ausbrechen der Pest begünstigt. Null Bürger und vier Sklaven sind daran erkrankt. Alle Bürger werden so schon bald sterben, wir sind nicht in die Schnelle geholfen werden. Ja, ich bräuchte mal schnell ein Haus, damit man noch mitarbeiten kann. Stimmt ja zu der Zeit, dass die Pest aber da schon existierte, ist schon krass. Ich meine, die gibt's heute immer noch. Aber die war damals längst noch nicht so extrem. Mit Namen Florencia! Alles klar. Hä? Da. Die heißt einfach Florencia, Alter. Die heißt einfach so wie eine Nachbarstadt. Also zumindest eine Stadt im Reich. Wie krank. So, dann wird's endlich mal fertig hier. Da kommt das letzte Bauholz. Dankeschön. Jetzt arbeite ich aber auf der Farm, will mich verarschen. Ja. Die Gebäudepriorität, dieses Ding zu haben. Aber das kann man einfach nicht benutzen. Das Game ist zu behindert. Kann man das nicht irgendwie hier sehen? Erkrankte oder sowas? Ich weiß nicht. Grundlagen. Wirtschaft. Ich glaube, man kann hier nicht sehen, wer erkrankt ist und wer nicht. Schade. Reicht er denn aus? Ja, eigentlich schon. Müsste. Okay, nice. Jetzt sind da drei Leute drin. Fünf Bürger und zwei Sklaven. Ja, wo sind die denn? Ich werde mich in den Kräuterladen besorgen. Ja, solltest du auch machen. Jetzt geht wieder zurück. Nicht zu fassen, ne? Das ist echt nicht zu fassen. Stirbt die einfach im Garten oder was? Da ist sie. Hey, was macht die denn da?
glaube, wir brauchen noch einen anderen Kräuterladen. Der reicht, glaube ich, nicht aus. Ich mache noch einen. Wo mache ich denn hin? Ende von der Straße. So. Liegt die sich gegenüber. Nice! Ist das schon geschafft? Really? Wie einfach war das denn? Und wir haben eine Goldschmiede. Wenn das auch das Ziel war. Nice. Okay, nochmal eine Mission. Immer noch. Die Bürger von Syracuse haben von ihren Heldentaten in Florencia gehört und hoffen, dass sie ihre Stadt wieder zur alten Blüte führen können. Keine leichte Aufgabe, aber am besten beginnen sie damit, die Goldproduktion wieder aufzunehmen und Sklaven anzuheuern, um die Stadt wieder aufzubauen. Ja gut, ich habe schon eine Goldmine gebaut. Muss ich die mal abreißen oder was? Für neue Sklaven benötigen sie 20 Goldmünzen. Warten Sie also, bis dieser Betrag im Statthalterpalast eintrifft und nutzen Sie dann die Schaltfläche Sklaven kaufen im Informationsfenster. Dort wird der aktuell dem Statthalterpalast zur Verfügung stehende Goldbetrag angezeigt. Okay. Guck mal, sieht aus wie so eine Teekanne. Okay, nice. Dann gucken wir mal. 29, wir haben jetzt 19 Goldmünzen. Ressourcen. Gibt's keine Ressourcen? Ja, die Leute interessiert uns ja jetzt nicht. Okay, 50 Sklaven kaufen. Wir haben sie 50 Sklaven. Ja, wir müssen jetzt praktisch 100 Goldmünzen fördern. Okay, die wechseln sich mal ab. Wo ist jetzt der andere? Da. Nee, gehen wir mal arbeiten, Junge. Ich will das so schnell wie möglich hinbekommen. Am besten schickt mir jetzt einfach durchgehend wieder zurück. Warte es aber die ganze Zeit hier. Wie abgeschnitten das vorne ist, wie in Minecraft, ey. Mal zurück. Ich will das so schnell wie möglich schaffen. Diese zwei. Ich feiere das einfach so hart, diese Goldmine. Ja. Und der andere Arbeiter denkt sich so, ja, mir egal. So, noch einmal. Vierglar Burger, okay. Wir müssen noch mehr daran arbeiten. So, muss der ausreichen, Alter. Fertig. Vier Burger. Wie fies es jetzt einfach wäre, wenn ich jetzt sagen würde, nee, wir arbeiten. Boah, war das knapp. Die Kräuter landen in der Statue. Die wäre fast weg gewesen. So. Ich kann jetzt immer noch nicht mit der Gebäude Priorität machen. Das Spiel ist dazu behindert für. Wie haben wir denn so wenig Holz? Das kann ja nicht wahr sein. Und wo ist jetzt der Typ? Jetzt wartet er da. Jetzt dürfen sie da beide. Zehntes Bauwerk. Zehntes Bauwerk Magilla und Casa. Okay, 20 Häuser. Sollte eigentlich ausreichen. Ja. Sollte hier vielleicht noch einen hinmachen. So. Und jeder wieder abgedeckt ist. Haben wir Arbeitslose?
Ja, toll. Okay, gut, vielleicht geht ihr also den Job hin. So. Leute kaufen. Und? Perfekt. So. Nur nochmal nach Florenz. Die Weizenfarmen Florenz können schneller Mehl produzieren, die Gebäude. Immer noch? Bauen sie halt Triumphbogen. Okay. Ja, das lassen wir am besten erstmal. Wir machen wieder eine kurze Folge. Am besten bleiben werden die Folgen am besten mal 10 Minuten werden. Wäre es eigentlich am besten. So, hier speichern. Zack. Wird alles noch auf der Festplatte gespeichert. Es gibt keine Cloud. So. Dann noch schnell ein Screenshotchen. Und fertig das Ganze. Der Mangel an Ressourcen, da kann ich nichts für. Gut, das war's dann auch mit der vierten Folge von Let's Play Die Römer. Gib Feedback und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, bewertet bei den zweiten Video. Kann's nicht lassen. Ich kann es echt nicht lassen. Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.